Hallo und herzlich willkommen zu Gwent, The Witcher Card Game. Die Closed Beta ist ja raus. Ich habe einen Key bekommen. Herzlichen Dank nochmal dafür. Und ich mag es. Ich finde es einfach toll. Ich habe es gespielt. Ich habe seit gestern, ich habe, keine Ahnung, 3 Stunden gespielt. Ich finde es einfach cool. Ich habe schon Fässer und Punkte und Stoff und hör mir auf. Kenne ich alles gar nicht. Ich habe gegen Bots gespielt. Ne? Grauenhaft. Habe ich sofort verloren. Ich habe gegen Spieler gespielt. Die ersten gewonnen. Dann nachher ging es wieder ein bisschen höher. Da muss man schon ein bisschen, ne? Mit was rechnen. Was sage ich höher? Level 2, ne? Aber für mich ist das halt, ne? Krass. Krasse Shit. Karten. Ich habe einige Karten dazu bekommen. Kommt man ja durch diese Fässchen, ne? Karten, die ich toll finde. The Witcher. Das ist ja auf dem Spiel. Basierend irgendwie. Ich habe keine Ahnung von dem Spiel. Ich lese das Buch gerade. Oder ich lese es. Und ich finde das Buch toll, ne? Und deswegen habe ich mir gedacht, dieses Spiel, das muss ich einfach spielen. Weil ich einfach begeistert bin davon. Mein einziges Problem ist, dass man die Namen hier dieser Leute hier immer nicht aussprechen kann. Also zumindest diese komischen. Wie hier Türseach. Türsisch. Keine Ahnung. Ist auch egal. Ich kenne ihn aber aus dem Buch. An dieser Stelle, wo Geralt nämlich bei dieser Königin Kalanthel oder wie sie heißt es. Okay, ist egal. Wir machen eine Runde Freispiel. Wir nehmen Skellige, weil ich einfach Quetsch an Kreite, weiß ich nicht. Weiß der Geier, wie man das ausspricht. Ich mag das Deck einfach. Ich finde es toll. Die Skellige waren ja diese, oder sind, so wie ich das jetzt im Gedächtnis habe, die Nordmänner. Seht auch dem Deck entsprechend ein bisschen danach aus. Kann man also von ausgehen, wahrscheinlich, mit höchster Wahrscheinlichkeit. Margarete Laux. Antille. Mich kümmert nur, was im Sinne von Aretusa und meine Schülerinnen ist. Ja gut. Ja, es sind zwischen den Ladedingern halt noch so ein paar nette Informationen. Du hast das Herz eines Ankret. Ja, das ist ja letztlich... Ankret! Okay, ein langweiligeres Spiel hätte man sich nicht wünschen können. Okay, also man kann hier 3 Karten auswechseln. Muss mal schauen. Davon kann eine weg. Immer noch weg. Okay. Ich muss mal kicken. Die kann weg. Na gut. Also. Krach an Kreite. Es gibt basiert darauf, so habe ich das Deck verstanden und ausgelegt erstmal ein bisschen, dass man Karten hat. Türsäch schreit er jetzt das erste Mal. Jetzt weiß ich auch, wie man das... Sonst sagt er mir irgendwas von... Ich hack dich tot oder so. Oh, das war ein gut gespielt. Toller Zug. Nicht übel. Gar nicht übel. Oh, nee. Und ich verspreche dir einen schnellen Tod. Ich müsste eigentlich ihn spielen und dann angreifen. Und dann kriege ich auf beide Leben. Weil jedes Mal, wenn ich Schaden mache, kriege ich für beide... Oder für diese Karte dann Stärke. Und darauf habe ich auch so ein bisschen das... Spiel. Stell dich lieber nicht meiner Axt in den Weg. Dass ich darauf gehe, einfach durch Schaden machen, auf meiner Seite mehr Stärke zu bekommen. So wie auch hier Türsech. Stell dich lieber nicht meiner Axt in den Weg. Schwache Scharmützler. Weil wenn ich ihn wieder rufe, dann
bekommt er plus 3 Angriff. Das bedeutet, verstärkt... 100.000 heulende Höllenhunde. Mit dieser Karte wird sie dann im nächsten Zug auf den Friedhof landen und kann ich sie dann wiederholen, vorausgesetzt, ich bekomme die Karte, die ich dazu brauche. Skellige! Ach, das ist cool. Das heißt, ich darf nicht ihn legen, dann kriegen die beiden... Nämlich Stärke. Ich lege einfach das Schiff und hoffe mal, dass ich drauf oder so. Na komm. Hör auf. Wir werden dir immer folgen, bis ins Feuer! Ich bin einfach jedes Mal stärker dadurch. Ich könnte jetzt aufgeben und ihn spielen lassen. Und weiß nicht, ob das jetzt meine Intuition ist. Ich könnte auch einfach alle meine Karten verstärken. Nach aller Geschwächten. Ja, gut. Das möchte ja keine. Ich glaube, wir spielen einfach nochmal das Schiff, weil wir jetzt eh schon das Schiff raus haben. Das heißt, eine Wetterkarte wird uns nachher dann auch nichts mehr bringen für ein Schiff. Das ist mir dann zu wenig. Oh, 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 oh. Stärkt alle Geschwächten. Er doppelt die Stärke aller Geschwächten, nicht Karten. Ja, okay, da würde ich als Verlierer bei rausgehen. Er hat diese Schlitzerkarte weg. Davon hat man wahrscheinlich nur eine. Er hat davon weg. Davon hat er wahrscheinlich auch nur zwei. Ich habe davon noch eine. Ich werde... Ich weiß nicht, ob ich die Runde aufgeben soll. Ich glaube, ich gebe sie auf. Weil er auch schon seine zwei Kriege raus hat. Und wahrscheinlich wird er auch keine mehr haben. Weil ich halt erkannt habe, dass derzeit immer so, dass ich mindestens von den wichtigen Karten zwei habe. Guck, die werden jetzt alle stärker. Weiß der Geier warum? Ich weiß es einfach nicht. Gut, wir haben die Karten, die wir brauchen. Wir haben einmal die Wiedererscheinungskarte, die ist ganz wichtig. Die werden wir auch so... Ach, er ist dran, ne? Die werden, glaube ich, nicht zuerst vorher sein. Obwohl, davon hat er auch schon beide rausgehauen, ne? Verbeugt euch vor Modron Freya! So, jetzt holen wir nämlich ihn raus. Hier, den der Krake soll meine Eier fressen! Sieh einer an! Und hat 12. Das... Diesen Zug finde ich persönlich, ich mag ihn. Und? Traut sich sonst keiner? Ja, 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 Ruhe. So. Wir legen jetzt mal die beiden hier. Für den Ruhm von Skellige! Die Karten sind da quasi umsonst. Sie hat ja auch. Oh Gott, oh Gott. Das könnte ich jetzt machen. Und noch eine schlechte Karte. Bam, bam. Schön. Weil ich weiß nicht, wenn ich warte und ihn dann lege... Für den Ruhm von Skellige! Okay. Wir legen ihn hier. Türse! Die Karte habe ich auch letztens neu dazu bekommen. Finde ich auch besonders cool. Weil sie auch nochmal wieder gestärkt wird. Weil wir davon zwei haben und ihn deswegen eigentlich nur wegen mit ihren Verbindungen besitzen oder ausspielen möchten. Oder weil ich das möchte. Ja gut, werde ich die jetzt ausspielen und nicht ihn, weil ich einfach das mit... Deswegen habe ich diese Karte hier, nur damit ich es mit ihnen in Verbindung bringe. Was will denn der hier? Ich kann damit keinen Schaden machen. Okay, dann habe ich die Karte. Egal. Okay, okay. Was kriegen wir? Okay, das ist... Was das gibt's denn? Bam. Schön. Es ist jetzt echt wichtig, was er für eine Karte hat. Das entscheidet über Tod und Sinn. Ja, und damit würde ich mal sagen, ist die Runde auch verloren. Wir werden sie begrüßen mit Eisen und Feuer. Ja. Mutig haben wir diese Runde gerade verloren. Es ist echt heftig hier. Stufe 2 ist ein hartes Pflaster, sag ich euch, ne? Da treiben sich nur krasse rum. Trotzdem schön gespielt. Und ja, wie gesagt, ich finde es einfach toll. Ich mag das Konzept einfach mit diesen drei Runden. Und dieses Aufbau vom Schlachtfeld bis hin zu den... Kombination der Karten und den Fähigkeiten der Karten, das finde ich einfach echt toll, ne? Fantastisch finde ich das.
Und ich hoffe einfach, dass sie da weiter dran vernünftig arbeiten und dass es einfach gut wird. Ich würde mich einfach freuen, wenn das Spiel einfach schön wird. Einfach ein schönes Kartenspiel. Ich bin normalerweise, spiele ich sowas nicht, weil es ist einfach... Bäh. Ne? Nee. Ich finde das so todlangweilig normalerweise. Aber in Verbindung mit dem Witch, oder Hexe. Und einfach... des Aufbaus. Es ist mal... Ich weiß nicht, ob es was Ähnliches gibt. Da kenne ich mich auch nicht aus. Und naja, ist mir auch eigentlich relativ Wurst. Ich finde es toll. Ich kann es nur empfehlen an Leute, die mal ein schönes Kartenspiel ausprobieren wollen mit Karten, die coole goldene Ränder haben mit Köpfen und allem Schnickschnack drum und dran. Deswegen sage ich auch einfach, haut rein und testet es doch einfach und viel Spaß noch. Tschüss!